Und drei Wochen in unserer Sendung hat Blau-Weiß-Präsident Schellmann noch beteuert, dass er an seinem Trainer Günther Zeller festhalte. Diese Woche wurde er dennoch gefeuert. Interimistisch hat Manager Gerald Perzi das Training übernommen. Über den Nachfolger von Zeller wird schon eifrig spekuliert, aber zunächst hatten die Blau-Weißen einmal in St. Florian anzutreten und Markus Schöller war mit von der Partie. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Computer Company. Keine Entscheidung ohne unser Angebot. Ausgerechnet vor dem Spiel gegen St. Florian verabschiedet Blau-Weiß Trainer Zeller, obwohl Präsident Schellmann in einem Interview vor drei Wochen noch hinter Zeller gestanden ist. Es war so, dass doch die letzten Spiele nicht vom Ergebnis alleine, sondern auch die Spielart, die wir gezeigt haben, nicht unbedingt unsere Fußballphilosophie von Blau-Weiß ist. Wir haben es versucht, beide gemeinsam. Er hat sich sicher sehr bemüht, aber es war halt das nicht, was wir uns beide vorgestellt haben. Die Blau-Weiß-Fans zeigen sich von dieser Entscheidung keineswegs überrascht. Ja, ich glaube, dass es viel zu spät war. Das hat man schon früher gesehen, dass der Günther Zeller nicht trainieren können hat mit einer Mannschaft, auch mit einer nicht können hat. Und ja, ich glaube, es ist Zeit geworden, dass das passiert ist. Ich denke schon, ja. Aufgrund der Spielweise, die Blau-Weiß in letzter Zeit praktiziert hat. Der hat sehr unglücklich agiert und ich glaube, die Chemie zur Mannschaft hat nicht ganz gestimmt. Und jetzt hat der Verein natürlich reagieren müssen und ich finde, dass das zur rechten Zeit noch erfolgt ist. Ja. Im Derby gegen St. Florian machen die Blau-Weißen unter der Leitung von Interimstrainer Gerald Perzi von Beginn an Druck. Doch allzu lange soll die Doppelfunktion von Perzi nicht andauern. Es gibt natürlich einige Kandidaten, das ist ganz klar. Es wird ja auch viel spekuliert, aber wir werden zur rechten Zeit bekannt geben, wer es wird. Es könnte sein, dass wir vielleicht am Montag schon einen neuen Trainer präsentieren. Bei diesem Freistoß der Blau-Weißen in der 13. Minute rettet Mario Weichselbaumer noch auf der Linie. Hier sehen wir diesen Hechtsprung von Weichselbaumer nochmals in der Zeitlupe. Blau-Weiß bestimmt von Beginn an das Spielgeschehen in dieser Begegnung und wenn St. Florian einen Angriff startet, fehlt die Konsequenz im Abschluss. Die Neuerwerbung von Blau-Weiß, Peter Mascherbauer mit der Rückennummer 14, hat eine lange Vergangenheit in den Reihen von St. Florian aufzuweisen. Hier wehrt Mario Weichselbaumer einen Freistoß von Mascherbauer zur Ecke ab. Mascherbauer geht selbst zum Corner, bringt den Ball zur Mitte. Dort verlängert Stefan Wallmüller per Kopf und es steht 1:0 für Blau-Weiß Linz. Bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Hütter kommen die Linzer Gäste zwar noch einige Male in den Strafraum von Florian, doch es bleibt beim Pausenstand von 1:0 für die Königsblauen. Nach Seitenwechsel kommen die Florianer Hausherren zwar besser ins Spiel, ihre absolute Schwäche liegt jedoch im Abschluss. Mit kaum einer Aktion können die Hausherren koordiniert in den Strafraum der Gäste eindringen und so hält sich die Gefahr für Blau-Weiß auch in Grenzen. Doch auch bei Blau-Weiß Linz fehlt in der zweiten Spielhälfte die letzte Konsequenz, um wirklich Tore zu schießen. So steht es nach 90 nicht wirklich berauschenden Fußballminuten 1:0 für Blau-Weiß Linz. Das war für uns ein sehr wichtiger Sieg, da wir in den letzten 3-4 Spielen Schwierigkeiten gehabt haben, um das Spiel über die Runden zu bringen. Heute haben wir es geschafft. Für Florian tut es mir leid, weil ich habe 25 Jahre hier gespielt, aber ich glaube trotzdem, dass Florian das Potenzial hat, sicher die Liga zu erhalten. Ja, ich glaube, es ist bezeichnend für unsere momentane Situation. Wir bekommen aus einem Standard das 1:0 und spielen dann sehr ambitioniert und waren die bessere Mannschaft und haben aber einfach auch nicht das Spielglück und auch nicht die Ruhe dazu, dass wir die Überlegenheit dann in Tore ummünzen können. Und so verlieren wir hier ganz bitter 1:0. Für St. Florian geht es nun wirklich um jeden einzelnen Punkt, wenn man nicht in den Abstiegskampf verwickelt werden will. Es ist jedes Spiel für sich ein Spiel. Wir brauchen dringend die Punkte. Es wird nicht einfacher. Wir haben jetzt wieder zwei gesperrte Spieler gegen die Kärntner Amateure, die ebenfalls da hinten spielen. Ja, wir müssen jetzt kämpfen und zusammenrücken und schauen, dass wir heil aus dieser Situation kommen.